Es ist immer noch so schweinewarm draußen. Wobei ich das echt cool, echt gut finde, dass es endlich mal wieder warm draußen ist. Nach den elendigen Wochen, wo es einfach nur immer noch 5, 6 Grad draußen waren. Danke. So, wo wollten wir hin? So, ich mach mal die Latte nochmal an. Wir mussten nach da hinten. Das heißt, wir nehmen einmal unseren Schokobon. Und galoppieren nach da hinten. Warum habe ich da hinten eigentlich noch? Muss ich mir das später mal angucken. Wir haben dann nämlich noch immer mein kleiner Schokobo. Frage mich, warum? Ich ahne, ich bin schon wieder komplett falsch. Ja, lass mich in Ruhe. Tote Weiden. Ja. Nachher umgehst es ist warm. Ja. Wie gesagt, ich war eben kurz oben. Aber jetzt ist halt gerade eher tatsächlich dieses Schwüle. Aber mich stört das tatsächlich gerade überhaupt nicht. Weil ich mir so lange gewünscht habe, dass es warm wird. Jetzt glaubt er gar nicht. Weil ich bin kein Fan vom Winter. Winter ist so. Sehr. Ja, war klar. Gut, dass ich vorher auf dem Klo gewesen bin. Warte mal, Auswahl aufheben. So, jetzt heißt das Warten. Das wird. Weil. Gestern, doch gestern, da habe ich privat meinen anderen Charmer weitergespielt. Ich habe 30 Minuten, nee, 14 Minuten gebraucht, bis ich in die eine Instanz reinkam. Da dachte ich auch nur so, juhu. Kommen wir jetzt. Juhu. Ja. Sehr schön. Ein bisschen seelischen Beistand. Ein paar Schweberaugen. Wenn du willst, nehmen wir Zeit von gestern. Ja, du, gerne. Bevor es wieder so lange dauert wie gestern. Immer gerne. Nee, das gestern, das war ja furchtbar. Vor allem, ich habe halt nur gesehen, direkt daneben stand nämlich eine Warteliste. Und das hatte ich tatsächlich noch nie gesehen. Warteliste mit 200 Leuten. Wo ich dann auch nur gedacht habe, Alter. Okay, bis diese Warteliste runter ist, ne? Dann bin ich schon alt und grau geworden. Ach ja. Heilerbonus hält. Das stimmt. Das stimmt. Alter, die Musik ist cool. Ganz ehrlich, dieses Herrenhaus erinnert mich gerade an irgendeinen Anime.
Ich weiß doch nicht mehr, wie der heißt. Warum merke ich mir eigentlich nie irgend... Weißt du, so wichtige Sachen wie den Namen irgendwelcher Animes, merke ich mir nicht. Aber irgendeinen Scheiß, den ich vor 8 Jahren an Ort sowieso erlebt habe, das merke ich mir. Black Butler, es kann sein, kann sein. Aber ich meine, es kann auch irgendein Anime sein, irgendwas, was mit Engeln damals war. Bin mir aber unsicher. Bin mir so mega unsicher gerade. Die Karte kann ich ja mal wegmachen. Angel Beats. Ja, ich glaube. Ich glaube. Achso, Luna, den Anime, den du mir empfohlen hast, den habe ich schon sehr gut durchgesuchtet. Das war der Grund, weswegen ich gestern nicht mehr auf die Uhr geguckt habe. So, der letzte Stand war, ich habe so, ich glaube um 21:40 hatte ich zuletzt auf die Uhr geguckt. Dachte so, ach ja, komm. Ne, machst du noch so eine Stunde, guckst noch ein, zwei Folgen. Und wie spät war es, als ich ins Bett gegangen bin? Fast 2:30. Und ich dachte mir nur so, okay, ich habe doch eigentlich erst vor einer Stunde auf die Uhr geguckt. Das ist schon ein Scher. Also das schon. Ja, kenne ich. Den kenne ich schon. Das ist der Schade, der mir sehr ähnlich ist. Ah, okay. Oh, ich mag den Char. Das ist cool. Aber ganz ehrlich, eigentlich mag ich sogar alle da drin. Ich bin nur mittlerweile froh, dass ich wieder meine Leidenschaft zu Animes wieder entdeckt habe. Das hatte ich nämlich einige Jahre so gar nicht. Da habe ich echt gar nichts mehr geguckt. Und vor vier oder fünf Jahren war ich dann schon mit meinem Freund zusammen. Und dann hat mich das halt irgendwie wieder gepackt, weil ich dann halt relativ günstig die erste Staffel von Vampire Knight gekauft habe. Die habe ich dann nämlich mal bei eBay entdeckt. Und da habe ich mir natürlich gleich die Staffel geholt. Und ab da hat es dann wieder angefangen mit Animes gucken. Ja, und jetzt ist schon wieder out of order. Ich könnte mich auch schon wieder dumm und dämlich kaufen, was Mangas angeht. Ich habe ein Kaufproblem, was Spiele und Mangas und Bücher und so angeht. Ganz, ganz großes. Oh, was mal. Ganz ehrlich, ich mache auf meinem Discord-Server eine Selbsthilfegruppe auf. Für Leute, die dasselbe Anime und also dasselbe Kaufproblem haben wie ich. Ich glaube, für den nächsten Film dazu. Es gibt dazu auch einen Film. Das wäre natürlich noch geiler. Oh, Leute. Links, rechts. Links, rechts, Mitte, geradeaus. Wollt ihr hier was essen? Das Haus ist mega. So, das hätte ich jetzt gerne als eigenes Haus. Allerdings, anonyme Aniholika. Genau. Wär vielleicht nicht verkehrt. Für die Seite, wo ich gucke, habe ich mir auch erstmal ein 3-Monats-Abonnement verpasst. Es war jetzt schon wieder ein paar Monate her. Erneuert sich dann immer alle 3 Monate. Aber ja. Aber ein großes Anime-Problem. Zuletzt habe ich jetzt. Oh Gott, wie hieß es denn nochmal? Seraphs of the End. Durchgesuchtet. Den Anime liebe ich ja. Ja, aber die Hoffnung, es gibt eine 3. Staffel. Wenn nicht, dann brauche ich wirklich die Selbsthilfegruppe. Thank you.
Gott, ich will mich hier am liebsten stundenlang umsehen. Ich habe die Hoffnung für No Game, No Life ausgegeben. Aufgegeben. Kenne ich gar nicht. Ich kenne so vieles noch nicht. Ich habe auch so das Gefühl, ich hinke, was Animes angeht, auch so wieder Jahre zurück. Weil in meiner Teenagerzeit habe ich Animes rauf und runter gesuchtet. Da war es leider das Problem, ich hatte kein monatliches Geld. Das heißt, ich konnte mir nirgendwo mal Animes holen, geschweige denn mal so ein Monatsabo für irgendwas leisten. Und dann war ich dann immer auf den, ne, auf gewissen Seiten, wo man dann, die sich dann so angucken durfte. Wo es dann ja auch die neuesten Kinofilme und so weiter mal gab. Und ja. Leider der Anime aufgehört wurde zu machen, mittendrin hört es leider wieder auf. Schauen die an, das ist sehr gut. Der Film geschaut, der war auch super. Okay, muss ich unbedingt mal machen. Vielleicht finde ich den ja auch auf meiner einen bekannten Seite da. Vielleicht ist er da ja sogar. Der heißt nicht ernsthaft Sofaschimmel. Ja, ich achte jetzt ja so auf den Monsternamen gerade. Sofaschimmel. So grüne Neune. Fledermaus. Der Name geht ja wenigstens noch. Das Pferd aus dem Später der Weise so vom Witz zugemacht. Ey. Du kommst auf Sachen. Da würde ich nicht mehr im Traum dran drauf kommen. Da ist nichts. Achso. Da war doch was. Alter, ich glaube, hier verläuft man sie einfach mal so 30.000 Mal. So verschimmelt, wer kennt ihn nicht? Ja, das stimmt. Wo fahren die? Nein, nein, nicht auf mich. Was ist mit dem Tank los? Ich habe keine Ahnung. Die Frage habe ich mir gerade eben auch gestellt. Vielleicht weiß er nicht, wie ein Tank funktioniert? Als hätte er Angst oder so. Ja. Gesunder Respekt vor den Monstern. Und er hat vielleicht einfach nur eine Phobie vor den Hausmädchen. Eine Hausmädchenphobie. Eine Mindphobie, ja. Herrlich. Ja.
Tank, der nicht traut, weil es mobböse schaut und ihn haut. Eieiei. Also manchmal möchte ich nicht wissen, was in den Köpfen mancher Leute vor sich geht. Ja, vielleicht hat er ja wirklich Angst gehabt. Oder er wusste einfach nicht, was zu tun war. Er war vielleicht mit der Gesamtsituation überfordert. Theoretisch steht euch jeder Tank aufs Weg, oder? In der Theorie sollte es eigentlich so sein, ja. Ich glaube, das trifft allerdings nicht auf diesen Tank zu. Wird auch ein Anfänger sein, dieser Tank. Ja. War bei mir damals auch so. Ich war damals so verunsichert, dass ich das allererste Mal in einem MMO ein Tank war. Ich habe eigentlich nur Scheiße gebaut. Und das war dann der Grund, weswegen ich eine Abneigung gegen Tanks entwickelt habe. Weil dann alle meinen, ja, das muss man doch können. Alter, ich habe noch nie ein MMO großartig gespielt gehabt damals. So, das... er hat den White Match auf 52, den Nini auf 41, den Hermetik auf 25 und den Gladi auf 31. Also, okay, gut. Ja, es hätte aber sein können, Luna. Es hätte sein können. Man weiß es ja nicht. Ja, macht. Ich bin in eurer Nähe. Alles gut. Braucht keine Angst haben. Ich bin doch hinter dir. Ich kümmere mich schon um dich. Achte nur darauf, dass ich nicht zu viel abkriege, Jungchen. Hallo. Meine Mordsager, der gerade wieder nicht will. Hallo Kaya, schön, dass du reinschaust. Es dauert hier leider noch ein bisschen. Nehmen wir den Paladin-Job, dass er dem noch 30 bekommt. Jo, warum nicht? Das braucht man doch nicht. Hallo. Mein Mobsager, der nicht so will, wie ich will. Nee, wir sind fast durch. Luna, das sollst du doch nicht sagen. Du musst doch nicht wissen, dass wir bald durch sind. Kaya, du bist nicht nur wie ein Eimer, du bist ein Eimer. Essen die echt gleich im Fliegen? Hallo? Der Kaya-Eimer. Genau. Nur echt mit dem Komfort-Tragegriff. Oh, scheiße. Ich habe so das Gefühl, er ist so ein bisschen durch den Wind.
Ja. Ja. Mach. Okay, gleich jetzt weiter zu craften. Oh je. Ach, das macht doch Spaß. Aber Luna, wenigstens hattest du dann durch mich noch eine kleine Ablenkung. Ich werde Kaya auf jeden Fall gleich schön mit Herr der Ringe quälen. Wobei er schon mal anfangen kann mit den Vorbereitungen, damit wir das gleich nicht erst machen müssen. Mist, das Grundkonzept habe ich ja schon erklärt. Mit dem Reittier Ausflug kann man dann ja später zusammen machen. Ey, komm! Allein wenn ich den Namen Bingo Boppen sage, bist du schon. Findest du dich schon wie so ein Gartengnom, der kurz davor ist, zertreten zu werden. Also. Wenn ich jetzt darf ich statt zwei Tasten eine drücken, danke. Gerne! Aber komm, dafür spielen wir ein bisschen zusammen. Das passt doch auch. Ah! So. Oder? Das bin ich allein! Ich komme schon! Nein! Also ganz ehrlich, solche Hausmädchen möchte ich ja nicht in meinem Haus haben, ne? Bin ich jetzt nicht so Fan von. Aber das Haus ist immer noch geil. Sieht immer noch cool aus. Bingo Wuffel ist so kacke. Bingo Wuffel ist dein Vater. Hör auf deinen Paddy. Hör, was ist das? Gib dir einen Rat. Kamehameha! Ja, ich hab sie nicht mal alle. Ich weiß es doch. So. Lauf vor. Lauf, Forest. Lauf. Gammel, Gammel. Gammel, Gammel, ha! Nein, lasst mich in Ruhe! Gehen! Nein! Geht weg, ihr Dinosaurier und... Ah ne, falsch Spiel. Das gehen wir schon mal in den Motschnell kommen, aber keine Sorge. Laber noch nicht, aber dann bin ich schon mal da. Kannst du machen. Du kannst doch schon labern, aber ist mir einerlei. Ich bin ja auch noch drin. Bin nur gemutet.
Blub. Blubbidi blub. Wer schreit mich an? Palim Palim, kommt eine Flasche Pommes. Oh, Pommes. Hallo, Herr Hofner. Der ist schon mal weg. Also ich muss feststellen, ich mag diese Klasse immer mehr. Dein Ernst, Kaya. Was muss ich tun? Was muss ich machen? Was, wo muss ich hin? Okay. Nach 3 Stunden habe ich es auch mal begriffen. Ich bin keine Schneesteckerin. Ich merke das schon. Ich kenne das als Ruhestein. Echt? Warum? Stimmt. Ach ja, Gott. Guck mal, da sieht man, wie lange ich schon kein WoW mehr gespielt habe. Ich habe zwar neulich gespielt, aber das waren 5 Minuten, wenn überhaupt. Ach scheiße, jetzt muss ich ja wieder die Szene durchgucken. Es dauert ein bisschen. Ich bin dann auch bald mal da. Die ist cool. Ich mache aber jetzt nichts lesen, bitte. So. Die ist cool. Was macht der da? Was? Das ist ein Succubus. Ah! Cool. In Animes finde ich den Succubus. Also die Succubus ganz cool. Jetzt sind wir schon wieder bei der Anime-Rubrik gelandet. Ich glaube, ich mache dann wirklich mal so ein... auf meinem Discord mal so eine Rubrik Animes mit rein. Sofern Interesse besteht natürlich, ne? Dann kann man sich da nämlich auch mal über neue Animes, alte Animes, allgemein Animes mal kurz schließen. Vielleicht erfahre ich, sehe ich dann auch endlich mal neue... Oder lerne ich dann auch mal neue Animes kennen und kann dann eine noch längere Liste abarbeiten. Alles einsteigen, der Succubus fährt gleich ab. Oh Mann. In die erfahrene Stadtrundfahrt machen, ist das auch ein Succubus.
Scheiße. Der ist jetzt aber flach. Der ist echt flach. Der war ja noch flacher als meiner, ja. Flacher geht immer. Das lehrt mich Frisches auch immer. Müsste niemand wünschen. Oh Gott, ich muss so vieles noch gucken. Luna hat mir ja gerade auch erst wieder ein Anime empfohlen. Gestern wie heute. Den von gestern gucke ich gerade. Oh! Kann. kann ich dir gleich sagen, welcher. Beziehungsweise kann ich dir das gleich mal kurz schreiben. Warum höre ich mich selber? Kaya, was hast du angestellt? Egal, was du da anhast, mach es bitte leiser. Ja, ich höre mich aber über dein Dingens, glaube ich, selber. Weil ich habe mich bis eben nicht selber gehört. Das, was du da machst, mach es bitte aus. Und wenn es das wie bist. Gut, will... Es hat auch nichts mit deinem Mic zu tun. Du bist im Discord nicht also im Discord bist du nicht gemutet. Und wir hören dich. Also wir hören zumindest mich selber doppelt. Ah, diese alles tränkende Dunkelheit. Dabei haben wir nur ein paar ihrer Tropfen versprengt. Wer hätte gedacht, dass sie sich in solch eine tosende See verwandelt? Das Verlangen und das Haus der Herrin dieses Hauses müssen unermesslich gewesen sein. Sie war uns eine wahrlich wertvolle Verbündete. Ja. Wird der Desktop-Sound gewesen sein? Ist bei mir nämlich genauso. Deswegen muss ich mich meistens selber muten. Und du bist also die besagte Abenteurerin. Der Meister hat uns nicht zu viel versprochen. Beeindruckend, in der Tat. War ja vorhin hier. Doch, Kaya, manchmal war es so. Manchmal habe ich mich bei dir immer selbst, also öfters selbst gehört. Das habe ich ja bei Frisches manchmal auch gehabt, wo er noch sein altes Mikro gehabt hat. Und die ganze Zeit, wo du nicht da warst, war ja nichts. Ich habe hier nichts an, womit ich mich selber hören könnte. Sonst wäre das ja vorher schon gewesen. Du bewegst dich völlig frei in unserer Sphäre. Und drei Lichtkristalle hast du dir auch schon angeeignet. Wir haben dich wohl unterschätzt. Ja, das haben wir wohl. Jeder der Kristalle hat dich stärker gemacht. Und deine Stärke ist es, die das Licht anzieht. Kaya, ich höre ja bei dir auch öfters den Sound von Herr der Ringe. Wenn du in der Sequenz bist in Herr der Ringe, höre ich deine Sequenz bei mir. Im Stream. Also einmal auf meinen Kopf hören und der Stream hört dann die Sequenz auch nochmal doppelt. Das war ja das, worauf ich dich mal angesprochen hatte, was das bei dir da eigentlich auslöst. Jetzt offenbart sich, warum Jadelin dich auserwählt hat. Zu meinem tiefsten Bedauern aber muss ich dir mitteilen, dass ein vielversprechendes Potenzial nicht überall auf
Gegenliebe stößt. Zum Beispiel nicht bei uns. Keine Sorge, meine Liebe. Heute sind wir nicht gekommen, um zu kämpfen. Wir wollten uns nur von deinen Fähigkeiten überzeugen, unseren Meister davon zu berichten. Wie gesagt, bei mir ist nichts an, sonst wäre das halt im Stream vorher auch schon gewesen. Ich würde mich jetzt nur selber hören, wenn ich in OBS den Desktop-Sound anmachen würde. Dann würde man mich selber hören. Muss er nur Boxen leiser machen. Oder den Noise Gate einbauen. Stimmt, mit Noise Gate geht's auch. Das habe ich bei mir auch drin. Noise Gate. Da hört man auch fast alle Hintergrundgeräusche. Kaum noch. Selten. Selten. Labrea wird die Kunden mit größtem Interesse vernehmen. Sicherlich erfährst du schon bald die Ehre, ihn zu treffen. Botin des Lichts. Bis dahin, gehab dich wohl. Doch Fenster auf und die ganze Scheiße rausschmeißen. Nein, Kaya, so drastisch würde ich das jetzt nicht sagen. So, ich habe keinen aufgehalten, das ist gut. So. Dann. Wo muss ich nochmal hin? Nur Gridania. Hörst du immer noch selbst? Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. War nur eben. Ich spiele immer runter, aber so geht's auch wie Mittelalter. sind hinter einem nur Skates. Das fehlt als Hintergrundgeräusch, beziehungsweise nimmt der Sound ab einer gewissen Lautstärke auf. Ja, ich hatte damals mit meinem allerersten Headset mit Mikro, hatte ich das halt damals, dass ich zu blöd war, dieses Noise Gate einzustellen. Und man hat jeden kleinen Scheiß gehört. Man hat jetzt sogar gehört, wenn ich geatmet habe. Und das ist mir in meinen Let's Plays irgendwann so auf den Keks gegangen. Und bei diesem Mikro hier, oder bei dem Headset, war es dann halt ebenfalls so. Aber ich habe hier, ich habe einmal eine externe Soundkarte plus ein externes Musikprogramm, was halt quasi für mich die Aufgabe mit übernimmt. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mischpult hätte. Da kann ich dann halt auch alles einstellen, inklusive einmal Noise Gate für das Mikro selber. So wie ich ein Noise Gate für OBS einstellen kann. So dass ich halt quasi zweimal das Noise Gate habe. Und das ist dann halt alles beides runterpegelt. Das finde ich gut. Deswegen hört man auch größtenteils nichts. Auch den Schrei am Freitag. Wo Frisches ja plötzlich hinter mir stand. Und mich erstmal so übelst erschreckt habe, dass ich erstmal das komplette Haus eigentlich zusammengeschrien habe. Das hat das Mikro zum Beispiel komplett rausgefiltert. Das war nichts mehr. Ich war so relativ weit vom Mikro, Gott sei Dank, weg und habe aber so geschrien. Und Kaya, doch Kaya war es, meine ich. Meinte nur so, nee, ich habe dich nicht gehört. So, das war dann gut, weil ich glaube, euch werden die Ohren abgefallen. Ich glaube, ich habe sogar die Nachbarn halb geweckt. Mit meinem Schrei. Oder wenn halt auch zum Beispiel der Fernseher im Hintergrund lief. Hat man halt vorher in den Videos auch immer gehört. Weil ich also in meiner alten Wohnung hatte ich dann halt öfters Fernseher laufen, weil ich mich immer so beobachtet gefühlt habe mit den Leuten, mit denen ich da halt zusammen gewohnt habe. Und das war dann immer so unheimlich, dass ich halt einfach den Fernseher angemacht habe. Problem war, man hat es im Video gehört. Dann dachte ich so, ja scheiße. Und dann, seit ich das Noise Gate hatte oder eingestellt habe, war dann alles in Ordnung. Ich hab nichts mehr. Nicht mal mehr das Miauen meiner Katzen hat man gehört. So, ihr seid zurück und unversehrt. Welch eine Freude. Nun sprecht, wie ist es euch im Herrenhaus ergangen? Ja, scheiße, ne? Ich hätte gerne eine Führung gehabt, aber die Leute waren etwas unfreundlich. Ob es sich bei einem der zwei Männer, die ihr gesehen habt, um euren Gesuchten handelt? Schwer zu sagen, ihr könntet es mit einer ganzen Bande dieser unheilvollen Gestalten zu tun haben. Nun, ich wünsche euch jedenfalls, dass ihr ihren finsteren Machenschaften eines Tages einen Riegel vorschieben könnt. Ich für meinen Teil werde dem Klageregiment umfassend Bericht erstatten. Ich habe die Wahrheit schon viel zu lange zurückgehalten. Und seht, welches Unheil meine Feigheit angerichtet hat. So. Oh, Mynphilia. Nicht Mynphilia schon wieder.
Ich habe eine Abneigung gegen Minfidia. Mittlerweile. Luna hat es vorhergesagt und es ist eingetroffen. Ich habe eine Abneigung gegen sie. Also wegen jeder kleinen Scheiße musst du zu dieser Tuse dahin. Das ist doch ätzend. Warum können die Leute nicht mal zu mir kommen? Warum muss immer ich den Weg machen? Sag mal. Die Leute wollen doch was von mir, nicht ich von denen. Das ist so... Nee. Es wird noch schlimmer. Oh, nee, noch schlimmer. Du machst mir keine Hoffnung. Überhaupt nicht. Das ist so... Aber nur... Vor allem, die hat auch immer so mega viel Text, wo ich mir immer denke, Alter, wie viel kann eine Frau reden? Bin aber mal im Lurk. Okay, viel Spaß im Lurk. Und nochmal danke, dass du mit in der Indie warst. Hast mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und sehr viel Zeit erspart. Hallo, Minfidia. Willkommen zurück. Ich habe schon sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen von dir gewartet. Bringst du neue Kunde über Lahabrea? Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Keine Angst, Kaya, wir sind bald soweit. Ich will nur diese eine Quest hier abgeben. Dann bin ich ganz für dich da. Zwei Männer also, die seine Untergebenen sein könnten. Es sieht ganz so aus, als hätten die Eskians ihre Kraft geeint, um ihre dunklen Ziele zu verwirklichen. Das hat uns eine wertvolle Erkenntnis verschafft. So wertvoll wie überraschend. Die Situation scheint vertragter, als ich befürchtet habe. Wenn wir weiter auf gut Glück im Heuhaufen herumstochen, finden wir die Nadel bestimmt nicht. Ich gebe es ungern zu, doch diese Angelegenheit ist eine Nummer zu groß. Für den Bund allein. Ich werde den drei Stadtstaaten die Ereignisse deiner Nachforschung zukommen lassen. Sie bitten, ein waches Auge auf alles zu haben, was mit dem Treiben der Eskien zu tun haben könnte. Muss mir eh gleich mal sagen, wie ich gut haben muss. Warte, das mache ich jetzt mal ganz schnell. Weil sonst sind wir Stunden damit beschäftigt, bis du da mal fertig bist. Weil das dauert nämlich ein bisschen. Warte mal. Das muss ich gerade erstmal selber gucken. Okay. Bist du in Steam drin gerade? Weil dann ist da oben nämlich in deiner Leiste, wo Steam an sich Freunde, Spiele und so weiter ist, da kannst du auf Steam Guthabencode gehen, dann auf Steam Guthaben aufladen und dann ist es selbst erklärt. Oder Account Details, das geht auch. Ja. Muss dann halt Account-Details und dann steht da irgendwo Steam-Guthaben auflösen. Aufladen. Auflösen, genau. Ganz einfach. Kummer lässt sich nicht vom Antlitz dieser Welt tilgen. An verbitterten Herzen, in die die Askians ihren Hass sehen, können herrscht kein Mangel. Umso wichtiger sind die Erkenntnisse, die du uns verschafft hast. Mit ihrer Hilfe werden wir den Hoffnungslosen und Schwachen zur Seite stehen. Mit ihrer Hilfe und der Hilfe unserer treuen Freunde. Ich entbinde dich hiermit fürs Erste von der Suche nach Lahabrea. Du hast ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ruhe dich etwas aus und bereite dich dann auf unsere nächste Aufgabe vor. Die Primae haben sich in letzter Zeit ruhig verhalten, doch das wird nicht mehr lange so bleiben. Wer so schnell es geht, eine Vollversammlung des Bundes einberufen. Das ist wunderbar. Lady Killer. Ja, okay. Warum nicht? So. Dann machen wir hier. Machen wir hier beim nächsten Mal weiter.